du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Black Flag. Heute werden wir uns auf die Templerjagd begeben. Hier überall in der Karibik sind so einzelne kleine Templer, die gejagt werden wollen. Nicht bei der Totenkopf-Mission, sondern bei diesem Zeichen. Da können wir die Mission annehmen und wir machen es natürlich gerne auf die Jagd nach irgendwelchen Templern. Ich habe dafür natürlich dann die Ruhe von Altair ausgewählt. Dann natürlich gerade der Pfeiler am Weg. Von Altair ausgewählt. Selbst die Schwerter haben da jetzt ein komplett anderes Aussehen. Das ist ziemlich cool. Das ist egal, welche Schwerter wir in dem Moment haben. Wir bekommen da ein neues Upgrade. Nur halt mit den kleinen Extras, Altair jetzt auch Knarren hat. Ja, Altair war ja im Mittelalter gewesen. Da gab es noch nicht so Steinschlosspistolen. Aber ey, ist doch trotzdem cool, dass wir jetzt als Altair durch die Gegend laufen können. Oh, Bruder. Hallöchen. Travis? Was führt euch her? Ihr seht aus wie ein Assassine, doch euer Gesicht ist mir unbekannt. Ich heiße Kenway. Ich kam, um euch vor einer Gefahr zu warnen. Ja, ich habe einige verdächtige Männer in der Gegend bemerkt. Ich glaube, sie arbeiten für einen bekannten Templer namens Upton. Könnt ihr sie für mich erledigen? Oh, ich ließ mich überreden. Für einen Preis. Ihr wisst nicht zufällig etwas über einen Templerschlüssel, oder? Sicher findet ihr ihn bei Uptons Männern. Falls ich euch sage, wo sie sind. Dann sind wir im Geschäft. Na kommt schon, erzählt mir doch was Schönes. Er will nun, dass wir die Waren zu seiner Residenz bringen. Warum? Was will er damit machen? Ich weiß nicht. Lager? Schmuggeln? Will er sie von seinem eigenen Schmugglerring wegschmuggeln? Ich weiß, wie lächerlich es klingt. Doch Befehl ist Befehl. Da hast du wohl recht. Vom Schmugglerring wegschmuggeln? Klingt doch witzig, vom Schmugglerring wegschmuggeln. Hast du mal über das Wort nachgedacht? Schmuggler? Komisches Wort, wa? Wer denkt denn über sowas nach? Nein, ich möchte nicht. Aber sag's mal. Schmuggler. Und das warum? Es klingt tatsächlich irgendwie komisch. Schmuggler. Warte mal. Vielleicht sollten wir es nicht ganz so laut sagen, oder? Etwa weil wir selber Schmuggler sind? Genau. Genau. Na kommt, erzählt doch so laut, wie es nur geht, damit ich euch besser belauschen kann. Werden die anderen schon auf uns warten? Ja, das wird ganz einfach. Also liefern wir die Ware und gehen dann ins Gasthaus. Oh, das würde mir gefallen. Ja, er liefert die Ware, liefert den Stoff. Lustiges Wort, ja. Oh, sieh mal, da sind sie. Hallo? Schmuggel, da sehe ich doch was. Vorsicht, Sperrgebiet. Na schön. Den Kerl schnappen wir uns. I am warning you. Gute Nacht. Stopp! Ich bin Upton Travers, Büroleiter. Was? Ist Vance euer... Mein Blutsbruder. Wir arbeiten zusammen. Und ihr habt keine Templer getötet. Das waren meine Arbeiter. Nicht meine Schuld. Euer Bruder befahl es. Will er mich etwas stürzen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich suche nur einen Templerschlüssel. Ein was? Bitte,
Ihr müsst mir alles erzählen. Und wie kann ich euch trauen? Trefft mich im Büro und ich zeige es euch. Oh, Bockmist. Ich glaube, wir haben ein bisschen Mist gebaut. Hoppla, okay. Oh, gab Geld dafür. Bugfest. So, wo geht's denn hier weiter? Mit der Templierjagd. Ah ja, hier sehe ich das Zeichen hier. Templerjagd, Wir wollen hier Verträge Templer jagen. Die schnappen uns die Lümmel. Bist du auch ein Lümmel, hä? Da ist bestimmt Geld dabei. Ich brauch Geld, hier, Seemann. Ich brauch Geld. Gib mal her, hier. Ich bin, glaube ich, auch mal so. Alles gut, Mann. Ey, ganz entspannt. Ich will nur durch. Ja. Ja, hoffentlich können wir unseren Fehler wieder gut machen. Das wäre unangenehm, wenn nicht. Mein liebestoller Idiot von einem Bruder führte euch in die Irre. Oh, fangt am Anfang an, Freund. Vor kurzem machten wir die Bekanntschaft einer formidablen Frau. Ying Lang, Piratin aus den entlegensten Meeren des Orients. Faszinierend. Sie und Vance wurden schnell beinahe unzertrennlich. Aus welchem Grund hielt er eure Männer für Spione? Nun, es gibt da diesen Schatz. Oh? Wir haben eine Schatzkarte. Jeder eine Hälfte. Komm, ich treffe ihn jetzt, wenn ihr mir unauffällig folgt. Hört ihr es mit eigenen Ohren. Folgt mir in einigem Abstand. Falls ihr gesehen werdet, dann sagt ihr, wärt meine Leibwache. Es gibt Diebe, die vor nichts zurückschrecken, um eine Kartenhälfte zu bekommen. Der Weg ist halt zum Verstecken, alles klar, so. Versteckt euch. Ja, da kommt er ja schon. Hallo. Na, du? Guten Tag, Bruderherz. Guten Tag, Bruder. Wenn ich dich noch so nennen darf. Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch. Und wenn die Gerüchte in der Stadt glaubwürdig sind, dann wünschst du dir, dass ich sterbe und verschwinde. Abten, komm. Du wirst diesem Tratsch doch keinen Glauben schenken. Nassau ist zu klein. Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie. Und ich versuche, eine Tragödie abzuwenden. Gut gesagt, Bruder. Nichts geht über die Familie. Außer dem Geschäft. Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschäft das ist. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Richtig, richtig. Sag mal. Hast du sie dabei? Sie? Meine Kartenhälfte, meinst du? Die Karte. Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte? Zu dem Schatz? Zu unserem Vermächtnis? Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht beschützen müssen. Im Gegenteil. Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz? Unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, ihn im Boden zu lassen. Sicher. Besitzt du denn keinerlei Fantasie? Kannst du dir den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die Travers-Besitzungen und Plantagen. Kein Schmuggel mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Worauf warten wir noch? Aber Vance, glaubst du wirklich, deine Zukunft wird so einfach sein? Wie meinst du das? Was willst du damit andeuten? Ich will nichts andeuten. Ich frage dich lediglich, stellst du dir Ying wirklich als Dame unseres Hauses vor? Hm? Herrin der Dienerschaft, Ehefrau und Mutter? Warum denn auch nicht? Kriege ich. Natürlich nicht. Aber ich kenne sie so wie du auch. Und du weißt, sie ist kein Kind von Traurigkeit. Sie braucht die See, die Herausforderung. Wird ihr jemals ein Leben als Hausfrau gefallen? Ging geht dich überhaupt nichts an. Vance, hast du vor, sie zu ehelichen? Natürlich. Ich sage es nur ungern. Doch ich glaube nicht, dass sie einverstanden ist. Oh,
Und was verschafft ihr so tiefe Einblicke in ihr Herz? Abgesehen von ihrer Natur glaube ich einfach nicht, dass sie die ist, die sie zu sein behauptet. Du bist neidisch. Neidisch? Nein! Doch! Ich sorge mich nur um dein Wohlergehen, Bruder. Du musstest immer der Lieblingssohn sein, der Goldjunge. Du erträgst nicht, dass sie ihr Herz an mich verschenkt, während sie dich keines Blickes würdigt. Also hasst du sie. Es geht nicht um Hass, nur um Bedenken. Eines sage ich dir, ich werde sie heiraten. Ich töte dich, wenn es sein muss, und bekomme deine Kartenhälfte. Und dann kann jeder sehen, welcher Bruder mehr Ehre besitzt. Schönen Tag noch. Fans, wir kommen mal gleich hinterher. Naja, die Leute mögen das nicht, dass ich jetzt in der Öffentlichkeit gemurrt habe, aber hey, aber ich bin beruhigt, dass es die Brüder absolut nicht mitbekommen haben. Naja, Abstand verringern. Warte auf mich. Hinzu, ich verfolge dich, Kumpel, ich verfolge dich. Well, I'd like to meet the big in charge. The ultimate bad boy. I bet he's scary. Hast du die Karte? Noch nicht. Noch nicht. Was sage ich dem Orden? Du weißt, wir können nicht fort, bis ich sie habe. Ich kümmere mich darum. Gib mir Zeit. Mehr Zeit? Deine Loyalität macht dich schwach. Du bist nicht mal genug, es zu beenden. Meine Blume, es ist schon geschehen. Ich feuerte jemand an. In Kürze ist Uptons Leben beendet und die Karte gehört uns. Du heuerst jemand an? In euren Schriften hat kein jemand angeheuert? Nein, kein war ein Mann. Komm auf das Feld, sagte er zu Abel. Und dann tat er es selbst. Er brauchte keine Handlange, der ihm die Axt führt. Er hatte nicht so viele Zeugen wie wir hier in Nassau. Vertrau mir, es geschieht jetzt. In diesem Moment? Nichts kann ihn mehr retten. Uptons Angreifer, okay, gut. Ich habe eigentlich mitgerechnet, dass ich der Angreifer wäre. Das Ding, ja, der mich eigentlich dazu beauftragte, ihn auszuschalten. Dann ist es halt ein bisschen anders gelaufen. Ich habe mich halt dagegen entschieden. Da war doch was, da. Den sehe ich, den sehe ich. Hab dich. Edward? Schätze, ich habe euch gerade das Leben gerettet. Vance. Er sagte, er tötet mich. Ich hielt es für Gerede. Er ist mein Bruder. Trotz allem, was ihr sagtet, hätte ich niemals gedacht, dass... Erstmal seid ihr sicher. Doch ein kleiner Ausflug aus Nassau heraus täte euch bestimmt gut. Natürlich. Mach ihn weiterhin zur Zielscheibe. Edward, Edward, Edward. Der Edward mit den schweren Händen. Spaziergang aus Nassau. Ah, hier. Okay. Ist sie direkt hier. I am on my way. Hoppla. Ich sagte, I'm on my way. Saufen, Junge. Guter Gott, Mann, was ist mit euch passiert? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Mein Bruder, ein Verräter, sein Weib, Templerin. Ich habe keine Familie, keine eigene Frau. Wozu noch weiterleben? Lass sie mich töten. Ihr wisst nicht, was ihr da sagt. Ich bringe euch in Sicherheit. Warum denn? Hört gut zu. Ich will den Schlüssel. Deshalb müsst ihr leben. Ich brauche euer Wissen. Deshalb müsst ihr ausnüchtern. Ihr seid der beste Freund. Kommt, ich töte euch! Warum glotzt ihr denn so? Hey, du da mit der traurigen Visage. Was sagst du da über meine Mutter? Das war jetzt nicht nett gewesen. Die Außen. Knack. Und
woher weißt du das? Ich dachte, das weiß jeder. Jawohl, das sagte ich. Warte mal, sind das sicherlich seine Schmuggler, seine Leute? Damit es nicht von Müttern redet. Ich frag nur. Boah, Alter. Kneipenschlägerei, yeah, Baby. Hier, knack. Da drücke ich noch ein paar. Hier, knack. Knack. Und den auch noch. Komm schon, komm. Gehen wir. Wer will noch, hä? Lauf so gerade, wie du kannst. Genau, lass nichts anmerken, Kumpel. Mir geht's nicht so gut. Ah, sag sowas nicht. Die Kirche. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen. Der Vater, der Sohn und der Heilige. Was war der dritte noch gleich? Bleibt einfach in Bewegung, ja? Der Vater, der Sohn und der bleibt in Bewegung. Nein, das stimmt nicht. Was macht das denn schon? Es macht nichts. Es macht gar nichts. Nichts in diesem Leben macht was. Bleiben wir in Bewegung. In Bewegung. Wer sind denn diese Geschöpfe? Kommt schon, Mädels, auf geht's. Hier lang. Mir geht's nicht so gut. Wenn so, wir kriegen hier in die Spur, Mann. Mein Schwert auspacken. Ist das gleich irgendwelche Probleme gibt? Abton, Kumpel, nein! Wachen! Wachen in der Nähe! Verpisst euch! Das nehmen die nicht hin. Ich sagte, verpisst euch! Und ich muss pissen. Oh, schon viel besser. Hör auf! Was? Warum lässt man mich denn nicht mal in Ruhe pissen? Steck das weg! Ich bin wie ein Kind. Hey, das ist heiliger Boden. Dich werde ich lehren zu strullen. So, wer will noch? Ich will nicht wie ein Kind sein, Edward. Ist schon gut, Kumpel. Hilf mir, nicht wie ein Kind zu sein. Warte, bis du wieder nüchterner bist. Bist du sicher hier? Sicherheit ist nur eine Illusion. Aber ja, ich habe Freunde hier. Ich verstecke mich. Gut. Was du von mir denken musst. Habe ich etwas Peinliches gesagt? Nein, Kumpel. Du klingst wie ein Gelehrter. Verrat lässt einen philosophisch werden, oder? Stell dir vor, eine Templerin. Mein Bruder heiratet eine Templerin. Ich bezweifle, dass es dazu kommt. Ich habe solche Angst um ihn. Oh, bitte, beschütze ihn. Werd nüchtern, Kumpel. Wir bringen das am Morgen zu Ende. Du bist für immer mein Freund, Kenway. Ach schön, das hat er schön gesagt. Was? Ich? Nein, ich habe die nicht getötet. Nein, guck mal, die haben doch überall Schusswunden. Also kann ich die doch nicht getötet haben, weil ich habe ja Schwerter an den Händen. So. Ich glaube, es geht ums Eingemachte, ne? Ah ja, das sieht mir doch nach finalen Konfrontation aus. Bin schon auf dem Weg. Reden wir mit dem Mann. Hallöchen. Ihr seht besser aus als letztes Mal. Als ich nüchtern wurde, sah ich die Dinge etwas klarer. Ying hat meinen Bruder verführt. Sie muss sterben. Doch auch Vance hat mich betrogen. Als Assassine muss sein Verrat mit dem Tod bestraft werden. Wie auch immer, einer von ihnen hat den Schlüssel. Ihr seid offenbar verzweifelt. Lasst mich das erledigen. Ich sage euch, wo ihr sie findet. Ach, da drüben. Das ist doch kein Problem für mich. Ach, das Sumpfgebiet. Da gibt es doch bestimmt noch eine Möglichkeit. Ja, synchronisieren. Gib her. Wenn wir uns das mit dagegen vertraut. Das ist eine gute Idee.
Oh, schicke Hütte. Boah, jetzt sind wir dagegen vertraut und dann geht's los. Edward, klettere da hoch. Geht doch. Ui, okay, okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja, ja. Hauptquartier im Sumpf, ja, ja. Ich sehe zwei Vollidioten. Gute Nacht. Ihr habt doch bestimmt was Schönes dabei, oder? Rauchbomben, ja, können wir mal gebrauchen, ein bisschen Gold. Gut, hier irgendwo im Sumpf ist jemand. Da sehe ich noch eine Wache. Vance, komm raus und zeig dich. Ja, ich habe schon gesehen, dass da was ist. Die Frage ist nur, wo hat sich Vance verkrümelt? Na, hoch da, hoch da. Gut. Vance habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ich sehe ein Krokodil. Den stehen noch ein paar Pappnasen rum. Hier ist ein Riesengebiet, aber ich sehe ihn halt nirgendwo. Hoch da. Ja, mit dem Krokodil will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Hier ist tote Hose. Ja, ich guck schon, aber... Oh, da! Ah! Wenn sie eliminieren, das kriegen wir hin. Oh, Tap. Komm, den schnappen wir uns, den Lümmel. Mehr du Lümmel, ich schnapp mir uns. Hep und hep. Und hep. Soll ich ein bisschen auch mal markieren, für den Fall des Falles. Vance, es tut mir leid, aber du bist ein Blödmann. Ich finde das nicht gut, was dein Bruder antust. Der Klassiker. Verräter. Ihr müsst es ja wissen. Ying Lang, so wahr ich hier stehe. Ich hab ihn vor euch abgeraten. Ihr Verräter! Ich werde nicht dasselbe erleiden. Doch. Komisch. Die Piratenkönigin Ying Lang stirbt für eine gefälschte Karte. Ich war zu arrogant. Wie bitte? Ja, ich stahl die echte, beide Hälften. Mein Ehemann hat sie. Euer Ehemann? Ein besserer Mann als diese Narren. Ist das so entkommen, anonym werden, als klaro. Mach uns hier vom Acker, wir haben gerade einen Mord begangen. Okay, zwei Morde begangen. Oh, da liegt sie noch. Gut, von ab.
Na, kennen wir, ich wollte da hoch. Mensch, hier ist alles voller Krokos. Mensch, jetzt will ich gefressen werden. Kenway, was soll denn das? Ich will raus, ey. Wenn uns jetzt hier ein Kroko anfällt, ne, dann ist hier Ende im Gelände. Ja, was sag ich Ihnen gerade noch? Was sag ich Ihnen gerade noch? Was sag ich Ihnen gerade noch, Kenway? Hey, was hab ich Ihnen gerade gesagt, ne? Ein Kroko angefallen, genau. Fast entdeckt worden, was wir natürlich nicht sind. Ich will es nur mal festhalten, wir sind hier nicht entdeckt worden. Kenway hat den Absprung nicht geschafft und wir wurden beinahe Krokodilfutter. Noch ein Versuch, Kenway. Ich will nicht reinfallen, ich will nicht reinfallen. Einfach raus hier, einfach raus hier. Einfach raus hier. Einfach raus hier. Oh, scheiße. Einem Bruder helfen. Ja, aber gemacht. Gute Nacht, du Lümmel. Sehr schön, das war der erste Schlüssel. So. Schnapp uns gleich die nächsten. Gonna catch them all. Times I kill mother bugs in front of their children as a warning to others. Yay, pain! Bitte, sind wir bei der nächsten Assassin-Mission. Die werden uns versenken. Ja, Husk, hab dich nicht so. Können wir nicht während des Konflikts. Okay, dann müssen wir an die Bucht dran, ist klar. Trimmer und... Ach, hier Piratenjäger. Wollt ihr es wirklich probieren gegen mich? Naja, bin schon dabei. Ja, gönnt ihr. Also, das wäre eine Ergänzung für mich. Komm, wir brettern jetzt auch nicht rein, die holen uns noch. Hier, Mann, ordentlich schwere Geschosse jetzt sind. Bäm, zum Entern, los. Ich wollte zwar eigentlich in diesem Part hier was anderes machen, aber egal. Enter mir diese Scheißdinge jetzt. Oh mein Gott, du hast geflucht. Das darf man nicht machen, das ist mir egal. Das ist der Kapitän, komm her. Kapitän zählt nicht als Crew. Das ist klar, merken wir uns mal. So, 5 erledigt, ein paar fehlen noch. Traut euch, kommt zu mir, Schauberg 8 in Emskirchen. Bam. Ey, ich hab gedrückt. Jo, zack. Knack, ey. Das ist völlig random aus dem Nichts. Ah, wir sind so nah dran bei diesem Tempeljagd. Ey. Knack. Level noch. Für dich habe ich was. Für dich habe ich was. Ich habe für euch alle was. Ey. Ey, der gehört mir. Weg da. Eins. Kommt irgendwie falsch rüber, ey. Alter, ihr plündert Schiffe, ey. Okay, gut. So, Flotte hinzufügen. Wenn die Flotte aufnehmen. Na gut, wir können es eigentlich auch reparieren, aber na, egal. Bist mit dabei, Kumpel. Wir sind mit dabei, yeah! Auf Position, hört ihr! Piratenjäger, ja, die haben wir ja auch noch vor der Haustür. Hosen getroffen, Sir! Ey, juckt sie nicht. Ja, zack. Oh, die haben fetten Rammsporen. Ja, das hat wehgetan, das hab ich gespürt. Präsentieren sich uns! Feuer! Dafür bezahlen! Ja, sicher doch.
So, ihr Kloppis. Ich habe keine Zeit für euch. Ich werde euch einfach versenken. Für euch, auf euch habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Also, weg damit. Bereit zum Feuern, Captain! Die haben es provoziert. Weg damit. Außerdem ist unser Leben noch ganz gut aus. Wir müssen das jetzt nicht unbedingt hier dann entern. Wir wollen eigentlich auf Templerjagd gehen. Das machen wir jetzt auch. Groß- und Bramsegel! Templerjagd, wir kommen. Ui, da auf die Insel müssen wir. Eine Insel mit zwei Bergen. Ne. So einfach komme ich da nicht hin, okay. Da muss ich wohl schwimmen. Okay, ich schwimme einfach mal hin, ne? Man sieht sich. Ja, ist halt Sperrgebiet, ne? Wenn die, mein Schiff, das ist ja ein großer Angriff. Ja, wenn ich jetzt hier einfach hinschwimme, dann wird es ja nicht funktionieren. Werdet mich niemals besiegen. Ich schwimme jetzt einfach ganz entspannt hin. Wow, meine Robe ist komplett durchtrieft. Eigentlich mit den ganzen nassen Schwarzpulver könnte ich eigentlich immer schießen. Wir sind fast da. Ist mir egal. Ich schwimme jetzt den ganzen Weg dahin. Aber wir sind halt ein Assassin, wir schlägen es einfach vorbei. So einfach ist es doch. Wir müssen dann die Leute warnen. Wir müssen sie warnen, dass etwas Furchtbares auf dem Weg zu ihnen ist. Und das, was auf dem Weg zu ihnen ist, natürlich auch töten. Ja. Das ist der Umkreis. Mein Schiff hätten die natürlich lockig gesehen. So, es ist eine Insel. Lass mich in Ruhe ans Land gehen. Bin hier. Da. Hallöchen, Kumpel. Wie geht's denn so? Könnte aber auch eine Frau sein. Egal. Ja, doch, ist eine Frau, oder? Ob ja? Oh, ruhig, Milady. Ich dachte nur, ihr braucht Hilfe. Warum? Was ist euer wahres Motiv? Euer Name stand auf einer Karte. Und ich habe sie einer Bande Templer verkauft, aus Versehen. Wir alle machen Fehler. Typisch, uns einen Templerdolch in den Rücken stoßen und sich dann als Retter aufspielen. Seht, ich mache es wieder gut, Lady. Außerdem suche ich einen Schlüssel. Ich dachte, ich helfe euch. Und dafür behalte ich den Schlüssel, wenn wir... Gut. Ihr seid beleidigt. Ich gehe. Wir fordern euch zur Jagd heraus. Sammelt mehr heute als wir und ihr gewinnt. Leicht. Abgemacht. Heute sammeln, klar, wollen mal. Oh Gott, jetzt schon losgelegt, oder was? Da seh ich doch was. Hab dich. Komm schon, es muss schneller gehen. Heute. Heute. Ja, jetzt müssen wir auch erstmal hier ein paar Viecher geben zum Häuten. Jetzt war der Hund begraben. Ich sehe keine Viecher. Da finden die ganzen Challenge da drüben statt. Das kann natürlich auch sein. Handyseite, wir müssen mal kurz mal einrennen. So. Viecher. Ey, weg da. Meine Beute.
Das ist unfair. War sowas von. Dreck. Okay, jetzt kann ich mich ja frei bewegen, alles klar. Klar. Weg da. Mein 2, 2, 1. Bleib doch mal stehen. Ich will dich. Bleib hier. Also Beeilung, müssen uns beeilen, Mann. Go, go, Power Ranger. My Demo. Scheiße, jetzt sind wieder zu viel, Mann. Ich sehe, bleib hier. Bleib doch mal hier. War noch ein Vier. Das gehört mir, meine Beute. Glaubt ihr wirklich, dass ihr uns schlagen könnt? Ja. Hab dich. Meins. Ah! Das zählt auch als Beute. Moment. Komm, dich hab ich. Schön noch erlegen, so. Ein weißer Jaguar. Guter Fang. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Wir nehmen eure Hilfe an. Wobei. Seht. Regatten? Warum? Gibt es dort irgendwas außer Fisch? Nein. Das sind eure Templer. Ihr habt ein Schiff und ein bleiches Gesicht. Transport und Pass. Trefft uns auf Grand Cayman und helft uns dort. Okay, noch ein Plan. Grand Cayman, wo auch immer es sein soll. Ich den weißen Jaguar, ja. Komm her, wir häuten dich mal. Ja, mal gucken, was wir bekommen haben. Hier war Jaguar-Pilz. So, ich habe eine Schatzkarte irgendwo bei der Jagd hier gefunden. Ich würde vorher noch die ganzen Viecher noch erledigen. Warte mal. Map. Hier, Schatzkarte uns auf jeden Fall noch. Meins. Mein Schatz. Erstmal hier Beute. Hier, gib mal her hier. Und deine Schatzkarte nehme ich doch gerne mit. Das nenne ich Beute. Schatzkarte gefunden. Hier sind Kunden, die sehen wir uns auf jeden Fall auch noch. Naja, hoch da, Kenway, komm. Tap. Normalerweise in anderen Assassin's Creed Spielen wäre es so, hier wäre der höchste Punkt, wo du synchronisierst, aber hier ist irgendwo irgendwie so, du musst ja immer erst auf so ein Ding drauf springen, was du erforscht. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil es cool aussieht, ich habe keine Ahnung. Schön, jedenfalls immer für die Templer-Mission noch woanders hin. Hier jedenfalls auf der Insel ist unser Ding erfüllt. Hier? Okay, nebenan. Die Schiff der Templer. Okay, das könnte hinkommen. Wir müssen also einmal nur um die Ecke schiffern, alles klar.
Wir gehen wieder aufs Schiff. Theoretisch bin ich ja noch etwas weiter außerhalb. Das bedeutet, ich spawne also nicht direkt hier in der Bucht, wo die ganzen Leute sind. Praktisch. Na schön, Ort ist markiert, aber Schiff. Bring mich zu meiner Brick. Ach, wir sind jetzt... Ach, Mensch, müssen wir jetzt unbedingt hier im Sperrgebiet sein? Ich hau ab. Unser Kurs heute, Captain, ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Nein, erstmal Templerjagd. Das ist eine fette, das ist eine richtig fette. 38. Na, mit der kann ich es nicht aufnehmen. Mit der kann ich es nicht aufnehmen. Wir sollten hier auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Ganz entspannt, ganz entspannt. Ey, habt ihr echt so viel Langeweile? Bleibt standhaft, Jungs! Du wirst uns versenken, Kenway! Ich? Nein. Achtung! Boah, die dürfen mir nerven, echt. Beschädigt. Sie haben uns, Captain! Stimmt doch gar nicht. Die verlieren uns auch gleich aus den Augen, Mensch. Das ist so der Käse. Hier, Leute, wir gehen an Land. Greift die Trab- und Bramsegel! Wanden hoch und treffen! Treffen! Können die nicht einfach abhauen? Können die einfach abhauen, Mensch? Ich will nur die Mission machen. Großsegel, los geht's! Jetzt kann ich es von vorne rammen. Ach, genau da, wo ich sie rammen wollte. Segelbergen! Docken wir an. Also ein kleiner Landgang, ey. Ich sagte kleiner Landgang. Das war Wasser! Kenway, das war ein bisschen zu weit, meinst du nicht? Merkt er nicht, der ist ja jetzt so komplett schmerzbefreit, was sowas betrifft. Och, was für ein Wetterchen da. Siehst du, Kenway, wärst du an Land gewesen, wärst du trocken. So. Reden wir mit der Person. Hallo, Person. Opia, wie geht es uns heute? Überrascht. Wir dachten nicht, dass ihr euer Wort haltet. Sagt uns, warum vermutet ihr euren magischen Schlüssel hier? Er besitzt eine große Anziehungskraft auf Templer, falls das wirklich ihre Schiffe sind. Wir wissen nicht, was die Templer hier wollen. Dieses Volk besteht nur aus einfachen Fischern. Vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was wir herausfinden. Bei dem Wetter, ich glaube, die sind jetzt alle entweder zu Hause oder saufen. Der. Vor allem ich in meinen Klamotten, ich fahre natürlich überhaupt nicht auf, ne? Belauschen wir die Leute. Ich gehe über die Dash. Edward, die Dash. Die Dash, Edward. Wir gehen über die Dash. Den Gang
ganzen Tank? Das war aber gut verdient. Oh ja. Und weißt du, genau deshalb nennt man mich ja auch den König der Fischer. Wir nennen. Was war denn das jetzt? Die haben Verdacht geschöpft, hier mitten beim Unwetter. Wer nennt dich so? Ach, sei nicht neidisch. Neidisch? Ich bin nicht neidisch. Ich zeige dir den Zahlschein, wenn du willst. Senorita Marquez' rechte Hand Vargas unterschrieb ihn. Sie benutzt sein Haus als eine Art Hauptquartier. Ich traf sie sogar dort, als ich den Fisch auslieferte. Siehst du, Elvin ist nun sozusagen ein Edelmann. Ha, ein adliger Fischer. Sicher doch. Ein adliger Fischer, alles klar. Hey! Hat die so ganz funktioniert, wie ich dachte. Bleib stehen! Ich krieg dich, du Lümmel. So wollte ich es eigentlich machen. Danke. Ach komm, bring mich nicht umzubringen. Ah gut, dann muss ich die halt umbringen, meine Güte. Ich wollte es eigentlich ohne Blutvergießen machen. Jetzt beruhigt euch bitte mal. Der Templier. Ich wollte ihn eigentlich nicht umbringen, aber gut, ich hatte jetzt keine andere Wahl gehabt. Die Mission wollte, dass ich ihn umbringe, dann muss ich ihn halt umbringen. Tut mir leid. Hey. Wart ihr erfolgreich? Ich hörte ständig einen Namen. Marquez. Meine Freundin? Ein Mann mit demselben Familiennamen hat unser Dorf zerstört. Wir haben uns gewehrt und ihr Anführer hat diesen Sieg nicht mehr erlebt. Glaubt ihr, die Frau ist mit ihm verwandt? Falls sie es ist, sind wir nicht sicher. Der Zahlschein, den wir stahlen, nennt die Adresse eines ihrer Männer. Vargas. Richtig. Ich weiß, wo das ist. Suchen wir den Köderburschen auf und fragen, was er weiß. Mir nach. Ihr müsst versuchen zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich habe eine Ahnung. Nein. Nicht euer Schlüssel. Einige sagen, die Taino wären bereits ausgerottet. Doch wir lassen uns nicht ausrotten. Unser Kampf geht weiter. Schön gesagt. Lass dir nichts gefallen, Mädchen. Nach einem Aussichtspunkt. Lass mich raten. Da ist es. Das Haus von Vargas. Schnell, versteckt euch und wir nutzen die Überraschung zu unserem Vorteil. Versteckt euch. Versteckt euch, sie verhext euch. Hola! Was ist euer Begehr? Ich wünsche eine Audienz bei Senorita Marquez. Hinterher! Dass sie immer davonlaufen müssen. Das machst du doch noch nur mehr verdächtig, Mensch. Bleib stehen, ich krieg dich, ich krieg dich. Ich krieg dich. Dein Pech, ich hab ein eigenes Schiff. Komm her, Schiff, wir müssen da jetzt mal ganz schnell hinterher. Ah, mir doch nicht. Bleibt ihm auf den Fersen! Lasst ihn nicht entkommen! Der wird mir nicht entkommen. Ja, sind bereit, Sir! Seid ihr bereit, Leute? Feuer ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Hebt den Befehl! Komm her, du Lümmel! Feuer! Eine Ladung noch, eine Ladung noch!
volle Breitseite. Ja, keine Sorge, ich schnappe uns. Das ist nicht eine Prick ist da, genau wie meine. Humpel, du bist nicht weit gekommen. Jetzt bleib doch mal stehen. Den holen wir uns, Leute. Den holen wir uns. Anton. Ich bin gerade dabei. Raus damit, Mann. Wo ist Marquess? Warum ist sie hier? Sie ist schon auf dem Weg nach Huventut. Sucht sie dort, wenn ihr müsst. Ihr Heer wird euch eine Lehre erteilen. Huventut ist die Insel unserer Feinde. Wenn Lucia Marquess sich dort aufhält, ist es sicher, dass wir ihr Ziel sind. Wie viele Feinde habt ihr denn? Wird man gejagt, scheint es manchmal, als wäre jeder Fremde auch ein Feind. Auf Huventut herrscht seit dem Tod des ersten Marquess ein Waffenstillstand. Doch diese Frau könnte den Streit neu entfachen, wenn sie genug dafür bezahlt. Ah, das wäre schlecht. Ich nehme dieses Schiff. Trefft mich dort, wenn ihr den Schlüssel wollt. Ein geändertes Schiff, was nur noch schwarzer Käse ist, klar. Klingt nach einer voll guten Idee. Gut, also, wo ist denn die besagte Insel? Das ist ein Vor. Boah, jetzt muss ich mehr herausfinden, wo die Insel hin ist oder was. Nee, aber hier gibt's was interessantes zu plündern. Nee, oder? Kingston hat sie jetzt nicht gesagt. Hat irgendeine andere Insel erwähnt. Aber Kingston merken wir uns mal, da gehen wir auch mal hin. Da? Das, ja, das sieht vielversprechend aus. Okay. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen, wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, das haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Fregatte, Menge Holz. Der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Cockgeldjäger, ihr habt gesichtet. Ey, sind jetzt nicht so bedrohlich, mach mal keine Sorgen. Ja, oh, schönes Lied. Every man drink off his full glass. We'll drink and be jolly and drown melancholy. And here's to the health of each true-hearted lass. We'll rant and we'll roar like true British sailors. Ich hoffe nur, ich kann hier an Land gehen. Ich glaube, die haben was dagegen. In die Wanden alle Segel ab! Ja, komm, wir ändern das Ding mal. Nicht ganz. Schon dabei, schwere Kugeln. Ja, ein Glück, ne? Boom, Schakalaka. Was ist denn, sag ich mal, für ein Schiff? Das ist eine Gatte. 100 Metal, gib mal her, ja. 100 Metall, ich glaube, dafür habe ich noch Platz.
Hey, ist eine gute Beute. Komm her, komm. Ja, den Cap muss ich dann halt normal töten, ne? Abo, schönes Luftattentat. Wir gucken, ob das funktioniert. Luftattentat. Oh, hoppla, falsche Person. Naja, egal. Das ist halt klassisch. Au. Ladung Blei in den Bauch. So, zack. Au. So, Leute, der Captain ist tot. Was macht er jetzt? Knack. Au, ah, großer. Knack, hab dich. Nettes Schiffchen. Die Fregatte nehme ich doch gerne. Nehme ich doch gerne meine Flotte auf. Gib mal her. In die Flotte aufnehmen. Anton oder Kenton, Ja, Baby, Anton oder Kenton, Wird sich gut machen in der Flotte. Also auf jeden Fall, bevor wir hier gleich den nächsten Beef anzetteln, schimpf ich da lieber hin. Ich bin da ganz schmerzbefreit, ich schimpf da einfach hin. Nur ein paar Meter. Na, bevor ich hier wieder irgendwie Aufmerksamkeit auf mich erziehe, dann schwimme ich doch lieber. Muss doch nicht sein, dass es jetzt wieder unnötige Kämpfe gibt. Hallo, Templer. Ich jage euch jetzt. Ich werde euch finden und ausschalten. How many wani, how many wani, master of control. How many wani, how many wani, how many wani, how many wani. Ja. Hallöchen. Wie geht's denn so? Wir waren ein ganzes Leben nicht mehr hier. Dieser Dschungel ist immer noch voller Ranken und Ränke. Marquess wird das zu ihrem Vorteil nutzen. Doch wir wissen, dass sie hier ist. Sie erwartet uns nicht. Wir müssen sie finden, herauslocken und ihr ein Ende bereiten. Mal sehen, wohin dieser Kerl geht. Verfolgen wir den Lümmel. Er darf mich natürlich nicht bemerken. Deswegen gehe ich als nächstes hin. Nicht entdeckt werden. Ganz ruhig, Kumpel, ganz ruhig. Dich holen wir uns. Der Schleichweg. Boah, da war's. Hier ist ja gar nichts. Nein, hier ist nichts. Geh ruhig weiter. Geh ruhig weiter. Ganz entspannt. Geh einfach ganz entspannt weiter. Ich hab den Kerl auf dem Schirm, keine Sorge. Ich bin, hier ist doch niemand, hier ist doch niemand, Kumpel. Okay, schön weiter. Ja, warte doch mal, hier, da ist er. Psst.
Ganz entspannt. Er geht in die Tempelanlage rein, ja, ja. Dreht er sich vorne nochmal um? Ja, er dreht sich mal vorne nochmal, okay. Keine Sorge, Keule, gleich ist vorbei. Gleich ist vorbei. Sie hat sich verkrochen. Tun wir etwas, was sie nicht ignorieren kann. Ja. Eliminiert diese Männer. Pulverfass! Hey, ganz entspannt. Ich mach das so, wie ich möchte. Benutzt ein Pulverfass! Impertinentia! Halt die Klappe, ich versuche die auszuschalten. Komm doch mal her, komm doch mal her, ja. Ah, er kommt auf jeden Fall her. Gute Nacht. Ich glaube, der Typ da drüben ist komplett blind. Komm mal her, komm her, Kumpel, komm mal her. Vor allem der Kumpel guckt der guckt einfach nur zu, wie seine Kumpels getötet werden oder was. Ist der taub oder was? Der geht sogar extra noch auf Distanz oder was? Kettenreaktion. Es kommen noch mehr. Haltet sie auf. Isoliert sie. Lasst sie alleine kämpfen. Keine Sorge. Hier, menschlicher Schild. Hier. Knack. Hauchbombe. Du kriegst auch was rein. Du ebenfalls. Knack. Komm her, du. Hab dich. Sepp. Bei den Typen da schießen. Lucia Marquez! Wenn ihr hinter uns her seid, kommt raus und kämpft wie eine ehrenhafte Frau. Los, holt sie euch. Wir sorgen hier weiter für Abwehr. Boah, und diesen holen wir alle. Komm her, Mädchen. Komm mal her. Nicht durch die Hand einer Taino sterben. Mein Vater erkannte das Potenzial dieser Inseln. Gold. Industrie. Freiheit. Es wird alles vergeudet. Ihr wisst nicht, wie ihr es nutzen könnt. Er hätte euch Reichtum gebracht. Ihr glaubt, wir vergeuden Freiheit, indem wir frei leben? Ihr sterbt als Gefangene eures Templerwahns. Streiten wir nicht mit einer Toten. Das versöhnt mich. Yeah, Mission completed. Damit haben wir zwei fehlen noch. Ja, zwei fehlen noch. Okay, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir noch ein paar Templer jagen. Bis dann würde ich sagen, passt euch auf was gut, meine Freunde. Ciao. Mir ist für sowas meine Zeit zu schade.